Thanks for joining us. We're now ready for questions. Okay, guys, we're now out of time. Thank you very much for attending. Apologies if you are unable to get a question in. Finale. Heute fällt die Entscheidung. Alle sind gespannt. Alle sind nervös. Wir freuen uns auf Borussia Dortmund gegen Bayern München. Rolf Fuß und Frank Buschmann begrüßen Sie heute zum Endspiel um den DFB-Pokal. Es ist also mal wieder soweit. Einer der Höhepunkte der Fußballsaison steht an, das Pokalfinale. Es wird spannend, es wird dramatisch. Jetzt wollen zwei Mannschaften hier Geschichte schreiben, wollen sich in der langen Liste der Sieger verewigen. Es dürfte wieder mal ein echtes Spektakel werden. Borussia Dortmund gegen Bayern München. Endspiel also um den DFB-Pokal. Spannende Geschichte. Beide wollen nach dieser harten Saison nochmal auftrumpfen. Und wir schauen mal, was da auf dem Rasen taktisch passieren wird. So geht Borussia Dortmund in diese Partie. Uschi, was sagst du zu ihrer Formation heute? Ich würde mal behaupten, keine Experimente. Vier hinten, Fünfer Mittelfeld und vorne der Alleinunterhalter. Aber der bekommt Unterstützung. Bayern München beginnt heute mit dieser Aufstellung. Sie greifen heute zum Tiki-Taka, dem berühmten Kurzpassspiel. Keine einfache Taktik, aber sie haben das richtig gut drauf. Ja, Wolf, da brauchst du natürlich die richtigen Spieler. Du brauchst Leute mit hohem Spielverständnis, die diese Taktik einfach erfordern. Und du brauchst eine unglaubliche Disziplin. Der FC Bayern ist die erfolgreichste deutsche Vereinsmannschaft, aber als die Bundesliga gegründet wurde, da waren wir noch gar nicht dabei, Buschi. Nein, es war mit 1860 eben schon ein Club aus München dabei und man wollte keine zwei Vereine aus derselben Stadt. Und so dauerte es halt noch zwei Jahre und dann waren die Bayern dabei. Ganz, ganz enge Entscheidung. Abseits, das waren Zentimeter. Coman. Kimmich. Kimmich. Kane. Müller, das muss es doch sein. Kein Tor, weil da ein echter Meister im Tor steht. Ein echter Könner. Der kurze Eckball. Coman. Gravenberg. Schöner Pass. Aber dann bleibt dieser Steilpass doch hängen. Gefahr erstmal bereinigt. Kimmich. Müller. Harry Kane. Gute Chance für Mané.
ist der Ball drin, aber zählen wird dieses Tor nicht. Buschi, Fahne oben. Klar, abseits. Gut gesehen von den Unparteiischen. Das war knapp, das war eng, aber die richtige Entscheidung. Im Spielaufbau ist er extrem wichtig für die Mannschaft. Er ist einer für die klugen Pässe. Viel Übersicht bei diesem Pass. Den Ball kann er klären. Abgefangen dieser Ball. Thomas Müller. Joshua Kimmich hat den Ball. Sadio Mane. Kimmich. Gravenberg. Er macht zu. Davide Calabria. Alea. Das ist Bellingham. Angriff über Bellingham jetzt. Schöne Pässe von Borussia Dortmund. Hakan Çalhanoğlu. Die Fahne ist oben, abseits, aber das war richtig knapp. João Cancelo. Coman ist das jetzt. Thomas Müller jetzt. Müller, klasse! Kane. Thomas Müller. Und zurück zu Kane. Coman. Da geht er runter und kann den Ball abwehren. So, Ecke kommt. Er bringt den Ball nicht raus. Gravenberg. Pass wieder zu Kummer. Könnte die Führung werden. Das ist die Führung. Und jetzt bin ich gespannt, Wolf, wie sich das Spiel entwickelt. Die Wiederholung. So viel der Treffer. Kimmich mit dem Kurzballspiel. Und dann das 1 gegen 1. Das macht Harry Kane natürlich überragend. Tolle Technik, tolles Auge. Und gegen diesen harten Abschluss kann der Keeper nichts machen. Dortmund ist hinten. Mal sehen, wie schnell sie sich von diesem Tor erholen. Das ist Gravenberg. Da ärgern sie sich. Ballverlust. Und jetzt Müller. Und zurück zu Kane. Holt sich den Ball im eigenen 16er. Vielleicht die Konterchance. Bellingham. Er zieht einfach vorbei. Sucht natürlich jetzt die Lücke. Bellingham. Da ist das Tor. Da ist der Ausgleich. Alles wieder möglich in diesem deutschen Pokalfinale. Da ist der Abwehrspieler machtlos. Was will er da machen? Der geht einfach vorbei. Ein unfassbarer Zug zum Tor. Den Treffer will er. Wieder unentschieden. Der Spielverlauf ist völlig offen. Kane. Schön dazwischen gegangen.
Souverän gemacht vom Torwart. Mustergültig, wie er da den Ball abschirmt. Jetzt vielleicht der BVB. Da hat er nur noch den Torhüter vor sich. Sie bekommen die Ecke. Jetzt die Ecke. Ganz wichtig, dass sie da zur Stelle sind. Früh wird er jetzt gestört. Gut vom Schiedsrichter. Da gibt er Vorteil für Dortmund. Haller. Er steht richtig und stellt so den Passweg zu. Gut gemacht. Jetzt könnte der Pass kommen. Vincenzo Grifo. Bellingham mit dem Ball. Schön dazwischen gegangen. Viel Platz für den Konter jetzt. Können Sie was draus machen aus dieser Szene? Kane. Viel Übersicht bei diesem Pass. Sadio Mane. Jetzt die Gelegenheit. So gerade eben noch geklärt. Da wäre es fast passiert. Klasse Aktion da. Malen. Ecke jetzt also und vielleicht die Chance auf den Treffer. Ecke in den Strafraum. Vielleicht der schnelle Konter jetzt. Aktion läuft weiter, nach wie vor gefährlich. So, Konterchance ist erstmal wieder vorbei. Da waren sie nicht schnell genug. Coman. Joao Cancelo. Gravenberg. Das machen sie ganz energisch. Weg ist der Ball. Der Abpfiff. Und das war es mit Durchgang 1. Es kann losgehen. Wir gehen rein in den Klassiker BVB gegen Bayern. Die Creme de la Creme im Deutschen. Müller, das muss es doch sein. Müller. Harry Kane. Gute Chance für Mané. Da ist der Ball drin, aber zählen wird dieses Tor nicht. Buschi, Fahne oben. Klar, abseits. Und zurück zu Kane. Coman. Da geht er runter und kann den Ball abwehren. Gravenberg. Pass wieder zu Coman. Könnte die Führung werden. Das ist die Führung. Und jetzt bin ich gespannt, Wolf, wie sich das Spiel entwickelt. Sucht natürlich jetzt die Lücke. Da ist das Tor. Da ist der Ausgleich. Alles wieder möglich in diesem deutschen Pokalfinale. Sie bekommen die Ecke. Anstoß Dortmund. Weiter geht's mit der zweiten Hälfte. Gute Aktion. Und jetzt Müller. Mané jetzt.
Mané. Kane mit der Chance. Und abgefangen vom Verteidiger, diese Hereingabe. Gut den Körper eingesetzt. Süle. Gäbe jetzt durchaus einige Anspielstationen. Aber dann wird doch nichts aus dieser Situation Gefahr bereinigt. Daniel Malen. Kimmich jetzt. Mané. Okay, den muss er machen. Weiter gefährlich nach dieser Parade. Die Gefahr erstmal bereinigt. Da wären sie beinahe in Rückstand geraten, aber das war natürlich eine tolle Parade, eine wichtige Parade. Und der nächste Angriff läuft, wird vielleicht die nächste Gelegenheit, sich hier auszuzeichnen. Dortmund verliert den Ball. Da ist jetzt der Steilpass. Joao Cancelo. Joshua Kimmich hat den Ball. Der Ball wieder bei Dortmund. Halbe Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei. Thomas Müller. Da sind Mitspieler frei. Mané. Kimmich. Der Ball ist drin. Ja, sie machen dieses wichtige Tor hier im Pokalfinale. Nochmal die Wiederholung des Tors. Wir sehen, der Keeper wird im kurzen Eck überwunden. Das wird ihn ärgern. Also das Ding war haltbar. Die Dortmunder müssen kommen. Durch das Tor liegen sie hinten. Ein harter Zweikampf, aber alles fair. Kane hat da mehrere Optionen. Sie üben schon früh Druck aus. Mit viel Druck den Ballverlust erzwungen. Schöner Pass. Klasse! Kein Tor. Da lassen sie eine gute Chance liegen, sich hier weiter abzusetzen. Ja, das wäre wichtig gewesen. So bleibt es erstmal weiter spannend. Ich glaube, diese Szene ärgert sie. Vincenzo Grifo. Hakan Çalhanoğlu. Schöne Pässe von Borussia Dortmund. Jetzt vielleicht die Chance für den Konter. Kane mit Platz auf dem Flügel. Komma. Und zurück zu Kane. Das ist die Chance. Tolle Parade. Da muss er sich ganz weit strecken. Kimmich führt aus. Weiter gefährlich.
Gravenberg. Joshua Kimmich hat den Ball. Musiala! Den hält er natürlich. Das war eine wichtige Szene, knapper Rückstand, aber wenn der reingeht, dann war es das vielleicht schon. Tolle Parade. Und wieder sind sie hinten drin, Angriff läuft, vielleicht gleich die nächste Gelegenheit, sich auszuzeichnen. Pass wird abgefangen, aber das war auch wirklich kein gutes Zuspiel. Kollegen bieten sich an. 10 Minuten noch auf der Uhr, Schlussphase jetzt. Kimmich. Da ist die Chance. Riesenparade, verhindert hier das Gegentor. Was für ein Reflex. Es bleibt weiter bei diesem Spielstand, aber das war natürlich eine hundertprozentige. Die Bayern wechseln. Ecke kommt von Kimmich. Ganz wichtig, er hält den Ball fest. Schirmt den Ball da super ab. Bellingham. Sie liegen vorne, aber es ist nur ein Tor. Dünner Vorsprung, auch wenn wir nur noch 5 Minuten auf der Uhr haben. Hakan Çalhanoğlu. Könnte der Ausgleich sein. Unheimlich wichtig, dass er da dazwischen geht. Da macht er zu, starke Aktion. Kane. Da verliert Harry Kane den Ball. Musiala. Starke Aktion, verteidigt hier den Ballbesitz. Jetzt können sie es entscheiden. Gehalten. Boah, das war wichtig. Denn wenn der drin ist, ja, dann war es das hier wohl. Aber so geht eventuell doch noch was. Ecke wird kurz ausgeführt. Musiala. Da ist er da und damit weiter nur ein Tor Rückstand. Viel Zeit ist hier nicht mehr auf der Uhr, aber sie bleiben im Spiel. David Calabria. Nichts zu übersehen. Borussia Dortmund drückt nochmal auf den späten Ausgleichstreffer. Bellingham. Wir kennen den Gewinner dieses Wettbewerbs. Das Spiel ist aus. Glückwunsch an diese Mannschaft. Was für ein Triumph, was für ein Spiel. Nervenstark, spielstark und am Ende einfach auch besser, konsequenter, kaltschnäuziger. Die haben wirklich alles, was eine Spitzenmannschaft braucht. Absolut, sie haben in dieser Saison wirklich Maßstäbe gesetzt. Spielerisch, aber natürlich auch taktisch. Es hat, muss man so deutlich sagen, am Ende immer wieder Spaß gemacht, denen zuzuschauen. Große Momente, besondere Momente, echte Momente. Es gibt kein Drehbuch dafür. Tolle Momente. Tolle Momente, ja. Also das einmal zu erleben, da wird jeder Profi, ach, was eigentlich jeder Profi, jeder Fußballer eine Menge für geben. Da ist das Ding. Und jetzt sind alle Anstrengungen vergessen. Jetzt weißt du, du hast es gepackt. Es ist der im Moment schönste Pokal der Welt, dieser Mannschaft. Jetzt ist es soweit. Herrlich, 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 herrlich. So, jetzt geht's in die Kurve zu den eigenen Fans. Uschi. Ich genieße einfach, wenn erwachsene Männer sich wie Kleinkinder freuen. Herrlich. Stimmt. Tolle Bilder. Ich glaube, an das Finale werden wir uns noch lange erinnern. Ja. Freude pur und klar. Jetzt wissen die Spielerinnen, jetzt geht die Party erst so richtig los. Dieser Titel, dieser unglaubliche Titel, der muss und wird gefeiert. Es kann losgehen. Wir gehen rein in den Klassiker BVB gegen Bayern. Die Creme de la Creme im Deutschen.
Müller, das muss es doch sein. Müller. Harry Kane. Gute Chance für Mané. Da ist der Ball drin, aber zählen wird dieses Tor nicht. Buschi, Fahne hoch. Klar, abseits. Gut. Und zurück zu Kane. Komm an. Da geht er runter und kann den Ball abwehren. Gravenberg. Pass wieder zu Kummer. Könnte die Führung werden. Das ist die Führung. Und jetzt bin ich gespannt, Wolf, wie sich das Spiel entwickelt. Sucht natürlich jetzt die Lücke. Da ist das Tor. Da ist der Ausgleich. Alles wieder möglich in diesem deutschen Pokalfinale. Sie bekommen die Ecke. Mané. Der Ball ist drin. Ja, sie machen dieses wichtige Tor hier im Pokalfinale. Schöner Pass. Kein Tor. Da lassen sie eine gute Chance liegen, sich hier weiter abzusetzen. Ja, das wäre wichtig gewesen. So bleibt es erstmal weiter. Das ist João Cancelo. Tolle Parade. Da muss er sich ganz weit strecken. Kimmich. Riesenparade. Verhindert hier das Gegentor. Was für ein Reflex. Es bleibt weiter bei diesem Spielstand, aber das war natürlich nur 100. Starke Aktion. Verteidigt hier den Ballbesitz. Jetzt können sie es entscheiden. Gehalten. Boah, das war wichtig. Denn wenn der drin ist, ja, dann war es das hier wohl. Aber just a couple of questions for you. No more questions, thank you.